Eigentlich wollte ich schon längst schlafen gehen und normalerweise mache ich so eine Art von Videos auch nicht. Aber ich habe jetzt eine Urheberrechtsverwarnung bekommen. Ist das in dem Sinne schon ein Strike? Wahrscheinlich, ne? Eine von drei. Ab drei wird der Kanal geschlossen. Das hatte ich das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Ich möchte euch gerne mal erzählen, wieso, weshalb, warum ich diesen bekommen habe. Und frage mich, ob das halt auch irgendwo rechtens ist. Keine Ahnung. Ich bin der Meinung, ich finde es ein bisschen unnötig und irgendwie sehr erpressend. Also, ich habe ja am 16.8. habe ich veröffentlicht Cyberpunk in Minecraft. Da habe ich eine Map vorgestellt. Ja, in so einem Cyberpunk-Universum. Und habe diese dann veröffentlicht. Am Anfang hat man gesehen, dass dort ein Logo zu sehen gewesen ist von, ja, von einem YouTube-Kanal. In Minecraft wohlbemerkt. Ein Logo in Minecraft. Und der gute Daniel, der hat mir das jetzt hier auch nochmal gescreenshottet gehabt. Nämlich Asylum Fire hat mir geschrieben gehabt: "Hello, you are using a map without asking our permission. At the beginning of this video we see our logo Asylum Fire. This logo is not copyrighted and if you want to use our map, you have to ask for a permission. Please delete your video quickly before we ask YouTube for a copyright claim. This will be first and the last warning." Was soll ich dazu sagen? Also, ich möchte mal ein bisschen auf den Kommentar drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt so stark erkennt jetzt. Das ist ein bisschen klein, aber es tut mir leid dafür. Aber erst einmal, wieso muss man. Ist das so? Muss man eigentlich im Grunde genommen auch, ich habe mal gegoogelt, wirklich Map-Ersteller, die in einem Spiel, welches die ja frei benutzen, erwerblich gekauft haben, aber frei benutzen, eine eigene Map erstellen, muss man diese Person also fragen, generell um Erlaubnis fragen, ob man denn die Map, die sie frei zur Verfügung gestellt haben, spielen und aufnehmen darf? Ich meine, es ist irgendwie in sich, finde ich, ein Widerspruch. Muss man wirklich einen Map-Ersteller fragen, ob man diese dann spielen oder veröffentlichen darf, beziehungsweise vorstellen darf? Ich verstehe den Sinn dahinter irgendwie nicht. Ich meine, stell dich mal vor, keine Ahnung. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber ihr spielt ein Spiel XY, habt euch das gekauft, moddet darum oder keine Ahnung, erstellt irgendwas und keine Ahnung, lädt es halt hoch, irgendein Skin oder sowas. Derjenige benutzt einen Skin oder irgendwie spielt dann damit und dann kommt da irgendein anderer YouTuber oder irgendwer und sagt hier: "Ey, du, es sieht, ich sag's jetzt einfach mal so, es ist, du hast Minecraft auch gekauft? Du benutzt unsere Sachen, die wir in Minecraft erstellt haben? Frag uns bitte vorher." Ne? Und wenn wir dir nicht die Erlaubnis gegeben haben und wir unser Logo in einem Spiel, also in dem Falle in Minecraft erstellt haben, das Spiel gehört uns ja nicht, aber das Logo haben wir da hingebaut, ne? Block auf Block. Und ohne Erlaubnis, ohne dass du gefragt hast, finden wir das nicht okay und bitte lösch dieses Video. Hatte 30 Aufrufe oder so. Lösch es einfach. Ja, und YouTube hat mir da jetzt einen Copyright-Strike gegeben. Wohl. Ich könnte es jetzt auch irgendwie komplett löschen in dem Sinne. Ich kann mal kurz gucken. Ich könnte nur eine Gegendarstellung einleiten oder Kontaktformular einreichen. Und habe jetzt, der läuft in 90 Tagen ab. Das Video wurde von Asylum Fire entfernt. Und ich frage mich ganz im Ernst so, wo leben wir denn hier? Ich sag mal so, hätte ich von denen vielleicht irgendein Spiel, also was sie selber programmiert haben. Ich weiß nicht, wie weit das bei Minecraft greift, aber ein eigenes Spiel und die wären dann mit nicht einverstanden gewesen, weil das ihr Copyright ist, weil sie das Spiel selber kreiert und selber erstellt haben. Dann wäre das was vollkommen anderes gewesen, ne? Weil es ist ihr Werk. Aber ich spiele Minecraft. Das Spiel gehört dir nicht. Also Minecraft ist nicht deren Spiel.
Wieso kriege ich wegen so etwas einen Strike? Ich verstehe das nicht. Das ist ja genauso wie wenn du. Es ist so hanebüchner. Es ist, wenn ich irgendein Spiel spiele und der macht da irgendwas in dem Spiel, irgendein Typ. Und keine Ahnung, ich habe da jetzt irgendwie was gebaut. Weg das, lösch das. Das ist. Was ist. Wo leben wir denn hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, ich habe den Kommentar gesehen. Ich habe da nicht weiter drauf geantwortet. Ich kann ihn dir nochmal zeigen. Ich dachte mir so. Es ist ein relativ großer Kanal. Wir können ja mal gucken. Dieser Kanal hat 166.000 Abonnenten, hat 92 Videos und hat halt wirklich schon eine große Reichweite. Ja? Aber dieser Kanal, ich spare mir jegliche Wort von Kommentar, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich find's einfach echt ja lachhaft. Ja, die laden Minecraft-Videos hoch. Das wird geduldet. Es ist nicht euer Spiel. Es ist nicht deren Spiel. Es ist nicht euer Spiel. Warum werde ich denn jetzt hier dafür gestrikt? Ich meine, ihr macht geile Sachen. Keine Frage, ja? Sieht alles mega aus. Aber das ist doch kein Grund, mich deswegen zu striken. Ja, ich mache hier ein bisschen Werbung. Ich stelle die Sachen vor. Ich verlinke die Sachen auch. Ich habe es verlinkt. Und ich werde hier weggestrikt. Die haben doch... Ihr müsst mich mal aufklären, ich bin zu doof. Haben die irgendein Recht auf einen Minecraft-Map, auf einer Minecraft-Map, die sie vielleicht selber erstellt haben? Ja, kann sein. Aber ist das dann deren Werk? Gehört das dann denen? Ich finde es auch ganz schwach von YouTube, dass sowas nicht, noch nicht mal geprüft wird, ob das überhaupt rechtens ist oder nicht. Das Logo ist zu sehen, ja? Da, keine Ahnung. Aber, ja, was soll denn die Scheiße? So, das Logo ist jetzt hier in meinem Video auch zu sehen. Ja? Ich bin auf deren Kanal. Ist das jetzt auch Grund genug, mich dann wieder zu striken? Ja, wahrscheinlich kommt jetzt mal ein Kommentar von denen oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Ist mir auch scheißegal. Aber das ist doch... Was ist denn das für eine Welt, in der wir hier leben? So, jetzt zeige ich dir den Kanal von denen. Oh, unser Logo ist auch zu sehen. Lösch das Video. Wahrscheinlich wird es so kommen. Ich gehe mal sehr stark davon aus. So, aber ich muss das einfach mal loswerden. Ich musste das einfach mal erzählen. Ich schweige hier nicht, weil ich sehe es nicht ein. Ich finde es einfach, das ist total lächerlich. Also, ja. Ich hätte es runtergenommen, wenn es was anderes gewesen wäre, aber ey, ihr habt eure Map frei zugänglich irgendwo hochgeladen. Zumindest konnte man sie herunterladen, ob es jetzt von euch gewesen ist oder nicht, keine Ahnung. Ist aber auch nicht mein Problem, wenn irgendein Hans Lorch da diese Map auf Minecraft Planet oder sonst wo hochlädt. Da kann ich ja nichts für, so. Kann ja sein, dass es von euch nicht geduldet ist oder diese Map sollte nicht irgendwo frei verfügbar sein. Aber irgendwer muss das ja hochgeladen haben von euch. Verstehe ich nicht. Ja? Ich verstehe generell den Sinn nicht dahinter. So frei zugänglich, jeder kann es herunterladen, aber Film nur auf Anfrage. Beziehungsweise auf, wie hätte ich es denn machen sollen? So. Wie hättet ihr es gemacht, Leute? Hätte ich deren Kanal anschreiben müssen, da in dieser Größe? Ja, hallo, ich bin kleiner Fisch. So, Haifischbecken. Wie sieht's denn aus? Ich finde eure Map so toll. Kann ich dir vorstellen, ja? Und dann kommt eine Antwort. Nee, das möchte man nicht. Ist so, also ich verstehe es nicht. Ich bin so, ich verstehe es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall aufpassen, was ich jetzt tue. So, mein Kanal lief endlich mal wieder ein bisschen an. Nach Jahren habe ich mich gefreut, dass mal wieder ein bisschen Wachstum passiert, ein paar Aufrufe mehr und dann passiert wieder so eine Scheiße. Ihr könnt mir auch gerne mal beraten, vielleicht kennt sich der ein oder andere von euch aus, was kann ich in dem Fall tun? Ich kann eine Gegendarstellung einleiten, ich habe schon mal geguckt. Ich kann ihn nur anhaken und kann aber nichts weiter mehr machen. Ich muss meine Kontaktdaten da lassen, aber ich kann nicht auf den Reiter drücken. Genau, alternativ kannst du Anspruchsteller auch kontaktieren, um ihn bitten, die Aktivierungsantrag zurückzuziehen. Der wird ein Pustekuchen, der wird nichts machen, wird der Typ, nichts machen. Ja, wie findet ihr es? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde es echt sehr, sehr komisch.